Hallo Kackbratzen. Money don't buy you love, but sure buy you a good time. US-Amerikaner haben einige Ereignisse, die sie nie vergessen werden, wie etwa Pearl Harbor, 9/11 oder die Erfindung von Clip-It, die sympathische Papierklammer aus dem Hause Microsoft. Aber ein historisches Ereignis möchte man aber am liebsten aus den Geschichtsbüchern ausradieren. Und dies war der Vietnamkrieg, den ersten Krieg, den die Vereinigten Staaten jemals verloren haben. Auf beiden Seiten starben die Soldaten wie die Fliegen und trotz den unfairen und menschenverachtenden Einsatz von Napalm und Agent Orange konnten die Amerikaner den unfassbar starken Willen der Vietnamesen nicht brechen. Damit dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit dennoch nicht in Vergessenheit gerät, produzierte man nicht nur eine Handvoll Antikriegsfilme, sondern natürlich auch Videospiele. It would be the longest military conflict in United States history. And when it was over, 58,000 Americans had given their lives in this jungle war. Darunter auch das von Guerrilla Games entwickelte und im Jahr 2004 veröffentlichte Shellshock Nam 67. Es war übrigens das letzte Spiel aus dem Hause Guerrilla Games, bis sie dann First-Party-Entwickler für Sony wurden und dann mit Killzone ein paar Jahre später ihren ersten Exklusivtitel entwickelten. Ah, man. I cannot wait for one of the missions, man. We'll smoke those coming bastards right out. Shellshock Nam 67 war jetzt nicht unbedingt die Krone der Schöpfung, aber trotzdem sah Sony genug Potenzial in Guerrilla Games, um sie eben dann sofort unter Vertrag zu nehmen. Das Ziel des Spiels war es, den Spieler in die Rolle eines absoluten Grünschnabels zu versetzen, der sich gegen einen Trupp an Elitesoldaten behaupten und mit ihnen heranwachsen muss, um nicht gleich nach 3 Minuten auf dem Schlachtfeld ins Gras zu beißen. Check one out, Trooper. Stay caution, you'll be fine. Leider hat man dieses Ziel leicht verfehlt und so fühlt sich das Spiel eher wie ein 0815 Actionspiel an, mit einer gehörigen Portion Pew Pew Pew. Trotz des vielversprechenden Titels ist man weit davon entfernt, Filmen wie etwa Platoon oder auch Full Metal Jacket gerecht zu werden. Es ist vielleicht ein etwas lahmer Kritikpunkt, aber Vietnam war die Hölle auf Erden und man sollte doch in einem Spiel in irgendeiner Art und Weise dieses desolate Gefühl dem Spieler vermitteln können. Aber am Ende hat man nur einen weiteren Shooter, in dem man mit seiner Bleispritze eher hirnlos alles niederbügelt, was einem vor die Flinte kommt. I got condom, no charge extra. Und die eher stumpf ins Spiel geworfenen Nutten, die der Spieler übrigens auch durchnudeln darf, helfen auch nicht unbedingt, um die finsteren Seiten des Krieges zu zeigen. Schon gar nicht mit einem ziemlich lächerlichen Filmchen. Aber gut, wenigstens hat man versucht, ein wenig edgy zu sein. In den Missionen befindet man sich hauptsächlich in einem Trupp mit circa 3 bis 4 anderen Soldaten und steht quasi immer einer Übermacht an Feinden gegenüber, die man in gewohnter Manier mit sehr viel Blei vollpumpt. Ab und an kommt es sogar vor, dass der Spieler ganz allein auf sich gestellt ist, um etwa feindliche Basen einzunehmen oder sich heimlich durch die Gegend schleicht, mit dem Messer alles kurz und klein schneidet, Gefangene befreit und am Ende alles in die Luft sprengt. Man wird aber auch ganz schnell feststellen, dass allzu oft diese ganze Heimlichkeit keine wirkliche Option ist. Das liegt aber in erster Linie nicht daran, dass man es viel einfacher hat, wenn man im Rambo-Modus durch die Level rennt. Das Problem ist eher, dass auch wenn man sich auf Zehenspitzen durch das hohe Gras bewegt, anscheinend trotzdem so viel Lärm macht, dass einem der Feind binnen Sekunden entdecken wird. Das ist aber nicht immer schlimm, da der Feind größtenteils so intelligent ist wie 2 Meter Feldweg. Es gibt allerdings Ausnahmen. Das weit größere Problem ist aber, dass man immer einer Überzahl an Gegnern gegenüberstehen wird, die vielleicht nicht unbedingt intelligent sind, aber dafür ziemlich aggressiv. Und manchmal hat man es wirklich übertrieben, gerade dann, wenn das Spiel sich dazu entscheidet, den Spieler mit einem fast unaufhörlichen Schwarm an Feinden einfach zu überschwemmen. Dieser unaufhörliche Schwarm an schießwütigen Feinden hört aber urplötzlich auf, wenn man mal ein Missionsziel erreicht hat. Und hier haben wir auch gleich noch ein anderes Problem. Bravo 6 to Redhorn. Squad on approach to village. Orders are to zone and sweep for hostiles and locate missing journalists. Missionsziele werden nicht immer wirklich gut beschrieben. Generell hat man pro Level eine Handvoll von verschiedenen Missionen, die es zu erfüllen gilt. Die sind in der Regel immer gleich. Entweder muss man einen bestimmten Punkt im Level erreichen, eine Person finden oder schützen, oder diverse Dinge den Erdboden gleich machen. Das klingt nach dem gewöhnlichen Happa-Happa in einem jeden Shooter, aber leider gibt man den Spieler eben nicht allzu viele Hinweise, um überhaupt zu wissen, wie man vielleicht das ein oder andere Ziel erreichen könnte. Und die anderen Mitstreiter des eigenen Trupps sind in der Regel auch keine große Hilfe, da man mit ihnen auch nicht interagieren kann, außer man ballert auf sie. Wenigstens kann man sich auf seinen treuen Kompass unten rechts auf dem Bildschirm immer verlassen. Er zeigt nicht nur eure Freunde in Blau an, sondern auch mit Rot gekennzeichnete Brennpunkte.
Wer also stur den roten Punkten folgt, kann also nie ein Ziel verfehlen. Wie man es sich vorstellen kann, bietet das Spiel eine große Auswahl an verschiedenen Waffen wie das gute M14 Sturmgewehr, Panzerfäuste, Granaten und ein paar sehr große Messer. Leider sind die Feuergefechte nicht sehr lustig. Hauptsächlich stapft man durch einen dichten Dschungel. Und wenn das dicke Astwerk nicht schon komplett die Sicht versperrt, hat man manchmal noch sehr undurchsichtigen Nebel hinzugefügt, um die Sache nochmals zu verschlechtern. Feinde verstecken sich sehr gerne hinter Bäumen, Felsen und anderen Objekten und es ist manchmal beinahe unmöglich, sie zu entdecken und auf sie zu zielen. Die Feinde haben auf der anderen Seite scheinbar immer freie Sicht und werden euch wie durch Zauberhand immer ein paar Kugeln auf den Latz knallen. Und wenn man sich auf freiem Gelände befindet, kann man auch sofort gerne mal sofort das Handtuch werfen. Was aber auch ein wenig scheiße ist, ist die Spielmechanik. Es reicht ja nicht, dass man ohnehin schon kaum seine Feinde sieht. Wer seine Feinde treffen möchte, muss sich unglaublich viel Zeit beim Zielen nehmen, um das Fadenkreuz auch in die richtige Position zu bringen. Anderenfalls gehen die Kugel einfach durch. Und das ist natürlich einfacher gesagt als getan, da sich Feinde auch sehr gerne und sehr oft bewegen, aber der DualShock-Controller so unglaublich langsam ist. Erschwerend hinzu kommt, dass einem bei den Gefechten mit Sicherheit auch sehr schnell die Munition ausgehen wird. Zum Glück gibt es sehr viele tote Leichen, bei denen man sich bedienen kann. Übrigens findet man beim Looten auch Medaillen der gefallenen Soldaten, die man dann im Lager für nützlichen Kram eintauschen kann. Oder man bezahlt eben eine Nutte, die dann mit einem Happy End für die nötige Erholung sorgt. Damn, VC. They booby-trap their paths every night. Yeah, don't fall into the bungee trap, Cherry. Übrigens sollte man sich bei der Durchquerung des Dschungels nicht allzu sicher fühlen, denn eure Feinde haben hier einen Sack voll Überraschungen für euch versteckt. Und mit Überraschung meine ich diverse Sprengfallen, Stolperdrähte und andere Dinge, die euch eine eher unangenehme Akupunktur verabreichen werden. Natürlich lassen sich die diversen Sprengfallen auch entschärfen, was leider weniger spaßig klingt, als es ist. Anscheinend fand man es lustig, den Spieler mit einem sehr tollen Minispiel zu quälen, indem man in einer bestimmten Zeit die Falle entschärfen muss, um nicht in tausend Teile gesprengt zu werden. Grundsätzlich sollte man wie erwähnt weite und offene Bereiche im Spiel meiden, da man hier binnen Sekunden zu Schweizer Käse verarbeitet wird. Die Gesundheit erholt sich zwar immer etwas, aber nie komplett. Zum Glück gibt es aber einige Gesundheitspakete, über die man im Level stolpern wird. Trotzdem wird man wohl sehr oft an einem Kontrollpunkt wieder erwachen, da man manchmal binnen weniger Augenblicke zu Hackfleisch verarbeitet wird. Hackfleisch ist auch ein gutes Stichwort für die Grafik. Yes, sir. That was a hell of a fight. I put everyone in for citations. Thanks to the intel you collected, King Kong now has a name. Ich will jetzt nicht sagen, dass man hier einen komplett hässlichen Pixelbrei auf den Bildschirm kotzt, aber schön ist was anderes. Auch das erste Killzone war ja noch weit davon entfernt, ein hübsches Spiel zu sein, dank seines Mischmasch an braunen und grauen Farben. Shellshock Nam 67 ist ein komplett mittelmäßiges Spiel, allerdings am unteren Ende der Mittelmäßigkeit. Man vermisst so sehr ein paar Details, etwas Realität und hier und da einen Farbtupfer. Das viele Blut lasse ich hier als Argument nicht gelten. Was einem aber absolut auf den Keks gehen wird, sind die häufigen Pop-ups im Spiel. Es gibt wohl kaum einen Pfad, in dem links und rechts mal kein dummer Baum oder ein Busch mal nicht plötzlich aus dem Nichts einem ins Gesicht springt. Es ist wirklich beinahe erbärmlich, wie schlecht das Spiel optimiert wurde. Man hat sich auch nicht so wirklich viel Mühe bei der Erstellung von Objekten wie Felsen, Bunker, Fahrzeugen oder anderen Dingen gemacht. Die Benutzen-Assets waren damals schon leicht kalter Kaffee und die Qualität war eher mau. Und sehr oft verteilte blutige Menschen und Tierkörper, mit denen man Bäume und Wände schmückt, machen das Kraut auch nicht fett. I saw him. Shit, he was here. Halbwegs gut wurden die Charaktere im Spiel gestaltet, also zumindest die Amerikaner. Sie verfügen auch über die besseren Animationen, während sie durch den Dschungel laufen oder auf dem Boden rumrutschen. Die Feinde haben auf der anderen Seite nicht so viel Liebe erhalten. Generell gibt es beinahe nur zwei verschiedene Typen, Feinde mit und Feinde ohne Strohhut. Und auch die Todesanimationen sind jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Was ein wenig besser gelungen ist, ist der Sound im Spiel. Die vielen Explosionen und die vielen Salven hören sich kraftvoll an und auch die Schritte der Soldaten auf den verschiedenen Untergründen werden sich ganz tief in euren Gehörgang verankern. Auf der anderen Seite ist das Geschrei der Feinde fast beinahe lächerlich und auch die Hilferufe eurer Verbündeten verpuffen irgendwie im dichten Dschungel und können den Kriegsschauer nicht wirklich verdeutlichen. Musik gibt es übrigens fast keine. Wenn überhaupt, dann bekommt man im Basislager etwas Rock auf die Ohren. Aber das war dann auch schon alles. You want girlfriend, nice Vietnam girl? Girls no free! Insgesamt ist jetzt dieser Shooter nicht wirklich schlecht, aber bleibt den großen Erwartungen weit zurück, auch mit Hinblick auf ein großes Antikriegsdrama, das es am Ende einfach nicht ist.
Es ist nicht das schlechteste Spiel, das ihr je gespielt haben werdet, aber es ist eben auch nicht gut. Am Ende ist es eben ein weiter 0815-Shooter mit Nutten. Noch schlechter war dann der zweite Teil, der dann ein paar Jahre später für die PS3 veröffentlicht wurde. Der wurde allerdings nicht mehr von Guerrilla Games entwickelt, sondern von Rebellion. Man verfolgte jedenfalls im ersten Shellshock einige großartige Konzepte, um den sehr umstrittenen Krieg sehr realistisch nachzustellen, das einigermaßen okay gelungen ist, aber die absolut miese Steuerung brach dem Spiel dann am Ende doch irgendwie das Genick. Shellshock ist definitiv kein Must-Have, aber um mal zu sehen, was die Leute von Guerrilla Games machten, bevor sie zu Sony wechselten, macht das Spiel wieder zu einem interessanten Stück Geschichte. You okay? Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.